Bühne, Edi Schlager, der Teamkapitän. Der Search, wo du ausgesucht worden bist. Schön, dass wir uns ein bisschen da gesehen haben, wie es hingegangen ist. Eine Station da, bevor es noch England gegangen ist, der Weltmeistertitel. Habe ich da auch gesagt, gesehen, das geht schon. Und der Manfred hat das bestätigt. Jetzt aber bist du wieder ganz auf einer anderen Level unterwegs. Der Edi ist völlig umgekippt. Er hat gesagt, es gibt gar nichts, dass man mit so einem Fahrzeug auf einer Strecke, wo man nicht einmal noch gefahren ist, aber zu Hause ist, so schnell unterwegs sein kann. Wie war es aus deiner Sicht? Ja, perfekt. Also, das ist super geklappt. Ich sage mal, mit dem, dass wir die Strecken noch nie gefahren sind, im Renntempo, da haben wir nicht das großartige Problem. Das können wir überwinden, zweimal besichtigen und dann haben wir es einfach. Vom Auto selber her ist perfekt gelaufen. Ich war selber überrascht, teilweise über die Zeiten. Speziell Hallrundkurs am Schotter mit einem hohen Schotteranteil. Wir haben es einfach immer laufen lassen, geschaut, dass wir so wenig wie möglich bremsen und das ist ganz effektiv gewesen. Lass sie mal, stimmt, sie ist so friert worden. Am Abend mit der Siegerung, mit dem Film. Wir haben Geburtstag bei uns, haben einfach den Grund getan, wir waren einfach einmal eine scheine Siegerung zu machen, einen schönen Abschluss zu haben, wo die Fahrer einfach mal zusammenkommen. Ja, das kann ich mir vorstellen, das Selbstverständnis fährt die alleine, glaube ich, oder? Ja, ich habe schon mal die Ehre gehabt, dass ich den Rudi selber mitnehme, hoffentlich auch. Wir werden uns bemühen, dass wir wieder am Start stehen und wieder gescheit angreifen. Ich glaube, das ist nur mehr einen Applaus wert. 22 Uhr. Immer Schlager, der Renault. Andreas, einfach das Geburtstagskind. Wird sich freuen heute am Abend, mit euch ein bisschen feiern zu können. Selten, es sind 7 Jahre vergangen, wie es viele gesagt, die Zeit zurückerinnern können, wo bei jeder Rallye am Abend anständig gefeiert worden ist. Leider ist es in den letzten 10 Jahren ein bisschen untergegangen, aber wir sehen da ein Weltmeister muss. Schwierige Teil für mich, das Leichte, das Autofahren haben wir jetzt schon ganz gut erledigt. Ja, ich möchte euch recht herzlich begrüßen zur After-Rally-Party inklusive der offiziellen Siegerehrung. Danke, selbst. Ganz kurz zu der Idee, wie das Ganze entstanden ist. Großes Dankeschön an die Barbara Watzl-Dornfeld, meine Co-Organisatorin. Ohne die hätte ich das Ganze gar nicht angefangen, weil ich ja das eigentlich gar nicht mochte. Glückwunsch!